Also lieber Herr Abtreger, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für unseren Monastic Channel, für unser Internet, unser kleinen Internetkanal, der ja in deinem Kloster und in deiner Amtszeit auch entstanden ist. Also unser Monastic Channel ist, nehme ich mir nicht Zeit, sondern ich gehöre dazu. Genau. Jetzt ist es so, nach 12 Jahren nimmst du sozusagen den Hut als Abt, gibst das Amt ab, gibst es in jüngere Hände. Wie ist jetzt deine Gefühlswelt? Ich habe mir das gerade eben nach der Heiligen Messe gedacht. Ich bin von einer tiefen, großen Dankbarkeit erfüllt. Es waren diese 12 Jahre wunderschön, sie waren gnadenreich. Unser Haus hat Gott sei Dank eine gute Entwicklung gemacht. Das liegt nicht an mir, aber ich bin froh, wenn ich zumindest dafür dienlich sein konnte und nicht im Weg gestanden bin. Das heißt, ich spüre genau, dass es jetzt richtig ist, das Amt in jüngere Hände zu geben. Ich bin im 69. Lebensjahr, mit 70 müsste ich dann schon wieder die Resignation anbieten und daher, ich spüre auch meine Leistungskraft deutlich absinken. Aber ich bin so glücklich, dass diese 12 Jahre, es hat auch schwierige Momente gegeben, aber vor allem waren es großartige Ereignisse wie der Papstbesuch und die starke Anstieg an Mitbrüdern und Berufungen. Das sind schon Dinge, die mich ungemein dankbar und glücklich machen. Und was hast du jetzt vor in der Zukunft? Alle Menschen fragen mich, was ich mit 69 noch Großes glaube. Ich bin Priester, ich bin Ordensmann, ich werde weiterhin Vorträge halten, vor allem katholische Soziallehre, Ökumene, wo ich auch immer wieder eingeladen bin. Ich werde Sakramente spenden. Heute Nachmittag kommt ein Brautpaar hier nach Heiligenkreuz, die ich Anfang Juli trauen soll. In all diesen Funktionen bin ich ja weiterhin voll eingebracht. Auf eine Frage eines Journalisten, ähnlich habe ich gesagt, ja, vielleicht sollte man sich heutzutage tatsächlich ein bisschen mehr mit dem Islam auseinandersetzen. Also wenn ich Zeit habe, würde ich auch das vielleicht noch versuchen. Wenn du jetzt ganz kurz in einigen Worten schreiben würdest, was ist das Amt, Abt, das Amt des Abtes, oder was macht den Abt aus in einem Kloster? Die große Dimension des Abtamtes ist seine Mischung aus verschiedenen Dingen. Ich habe auch vor wenigen Tagen erst auf eine Frage im privaten Rahmen vor allem gesagt, vorher als Mann in der Wirtschaft habe ich ein genau getrenntes dienstliches und privates Leben gehabt. Die hatten fast nichts miteinander zu tun. Wenn man im Kloster ist und so als Abt, ist man natürlich voll rund um die Uhr, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr in dieser väterlich-ätlichen Aufgabe. Und die meisten Leute glauben heute und stellen auch so die Fragen, dass es also heißt, ja, der Abt ist eben ein Manager, der hier den großen Profilentwurf jetzt neu durchführt. Und das ist sicherlich falsch. Die Begriffe in der Regel des Heiligen Benedikt, die ich mir in mein Terminkalenderchen hinten eingeschrieben habe, ich habe es bei Sonntag, ist momentan nicht dabei, sind eben Hirte, Lehrer, Erzieher, Arzt, Begleiter und schließlich sogar Stellvertreter Christi in der Gemeinde, was eine hoffnungslose Überforderung ist, aber es zeigt zumindest die Richtung an, in die es zu gehen ist. Und das sind, glaube ich, die Dimensionen, unter denen man das Abtamt sehen darf und soll. Also eben nicht der Manager, sondern der Vater vor allem des Klosters und der Stellvertreter Christi in der Gemeinschaft. Und wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten 12 Jahre, du hast schon einiges angesprochen, was Höhepunkte waren, aber vielleicht nochmal ganz kurz, also was waren die großen, schönsten Ereignisse in den letzten 12 Jahren oder überhaupt auch davor schon, in der Zeit, wo du hier in Heiligenkreuz jetzt als Mönch und als Priester tätig bist, aber insbesondere natürlich jetzt in der Zeit, wo du Abt warst. Ja, es ist ja für mich in gewisser Hinsicht fast eine Halbzeit. Ich bin jetzt also im 69. Lebensjahr, also 68 Jahre alt, 34 Jahre vor dem Klostereintritt und 34 Jahre nach dem Klostereintritt. Da gewinnt man eine gewisse Größendimension, wie viel meines Lebens habe ich jetzt schon hinter mich gebracht. Um ein weiteres Drittel dieser Art anzufügen, müsste ich 102 Jahre alt werden. Also das kann es wohl nicht sein. Mit 102 ist man auf jeden Fall nicht so gesund, dass das noch eine reine Freude wäre. Ich glaube, dass der eigentliche von der Grundstruktur unseres Hauses wichtigste Punkt in diesen 12, aber auch schon in den Jahren davor war, dass unser Haus immer guten Nachwuchs gehabt hat. Wir waren damals im Jahr 77, 78 ein vierköpfiges Noviziat.
zwei sind davon jetzt Äbte und einer mein Hauptökonom, einer der stellvertretenden Dechant im Dekanat. Und es war immer Nachwuchs da. Allerdings war es wohl so, dass in den letzten paar Jahren dieser Nachwuchs noch einmal sich verstärkt hat, sodass vor 12 Jahren wir 55 waren und jetzt sind wir 84. Also das ist eine erstaunliche Entwicklung, weil sie ganz gegen den Trend geht. Also ich habe das immer auch mit fassungsloser Dankbarkeit beobachtet, diese starke Attraktion, die Heiligenkreuz für Berufungen hat, wo man leider in der Umgebung bei anderen Klöstern und auch in den diözesanen Priesterseminaren leider ja sieht, dass das nicht der Normalfall ist. Wir sind in der Hinsicht ein Ausreißer in eine gute Richtung und ich bin glücklich darüber, dass es so ist. Man kann nicht garantieren, dass das immer so bleiben wird. Wir sind und bleiben ein österreichisches und ein europäisches Kloster und die großen Trends in unserem Kontinent zeigen leider in die andere Richtung. Das andere große Ereignis war natürlich der Papstbesuch. Ich bekenne mich hier auch schuldig, dass ich den vom Zaun gebrochen habe, weil die Tatsache, dass der Heilige Vater mich also schon aus seiner Zeit vor seiner Kardinalsaufgabe in Rom und vor seiner Bischofszeit, ich ihn schon kannte, sodass ich ihn ansprechen konnte, wie ich ihn zweimal zufällig getroffen habe, habe ich das also gewagt, ihn einzuladen und nach einigen Ups und Downs, ob es geht oder nicht, hat er also schließlich tatsächlich zugesagt und ich glaube, diese 46 Minuten am 9. September 2007 sind also für alle, die das hier erleben dürfen, ein unbeschreibliches Gnadenereignis. Ich habe immer gesagt, wie es noch nur 30 Minuten waren, ich sagte, naja, vielleicht sind es 27,5 Minuten, aber das sind 27,5 Minuten für die Ewigkeit. Es waren also dann tatsächlich 46 Minuten, glaube ich, für die Ewigkeit. Und wir haben, glaube ich, alle aus dieser Begegnung mit dem Heiligen Vater doch sehr viel mitnehmen können. Nicht zuletzt seine Ansprache. Diese Ansprache, es gibt kaum eine Woche, wo ich nicht aus den verschiedenen Gedanken zum klösterlichen Leben, zum Gebet, zur Gottessuche, schließlich zur Meditationsform des kalvarischen Chorals zu, schließlich, was sind die österreichischen Stifte in ihrer Landschaft für die Bevölkerung. Also eine große Anzahl von unterschiedlichen Dingen, die er hier angesprochen hat. Und das ist ein Schatz, aus dem wir, glaube ich, leben können. Und ich werde immer gefragt, ja, warum ist er nach Heiligenkreuz gekommen? Ist abgesehen davon, dass ich ihn da gedrängt und eingeladen habe. Er heißt nicht ohne Grund Benedikt. Er hat sich diesen Namen gewählt, weil ich seit Jahrzehnten schon weiß, dass er die Spiritualität des heiligen Benedikt sehr schätzt und für sich rezipiert. Er hat auch immer wieder darüber gesprochen. Und auf fast allen seinen Reisen ist immer die Tendenz da, einen benediktinischen Ort aufzusuchen, weil er offenbar von dieser Position aus, Benedikt und seine Spiritualität, ob es nun in Brasilien oder in anderen Ländern ist, versucht, aus dieser Spiritualität heraus, am konkreten Standort, bitte nicht vor Ort, das ist nur ein Bergwerk, sondern an Ort und Stelle, das ist das richtige Wort dafür, eben bestimmte Gedanken besonders gut den Menschen vortragen kann. Jetzt ist aber ein Amt sicherlich auch mit Herausforderungen und Schwierigkeiten auch verbunden. Vielleicht, das würde sich auch viel interessieren, was waren die größten Herausforderungen und vielleicht auch die schwierigsten Zeiten, die du in diesen 12 Jahren erleben musstest? Es hat sicherlich Probleme auch mit Mitbrüdern gegeben. Es sind Mitbrüder, die ich sehr geschätzt habe, sind gegangen. Wir hatten auch zwei, würde ich sagen, geschäftlich problematische Fälle. Das eine war unser vergeblicher Versuch am Stephansplatz in Wien, ein gutes Geschäft aufzuziehen. Es war gar kein gutes Geschäft. Und wir haben in einem unserer Betriebe, unserer Forstbetriebe, ein gewagtes, an sich gut konzipiertes Projekt gehabt über die sogenannte Kraft-Wärme-Koppelung, Holz in zweifacher Weise in Energie und Wärme umzuwandeln, mit einer sogenannten Vergasungsanlage. Aber das war technisch noch nicht reif und wir sind damit also daher technisch und daher auch ökonomisch auf die Nase gefallen und das waren sicherlich negative Ereignisse. Ich muss auch eins sagen, ich wurde im Jahr 2005 am Generalkapitel zum Pater Immediatus für die Abtei Marienkron benannt. Erstens stelle ich fest, man ist als Mann wahrscheinlich nicht geeignet, zumindest nicht alleine ein Frauenkloster zu visitieren. Diese Abtei, die eine große charismatische Auftrag, eine große charismatische Idee hinterher hat, das Gebet am Eisernen Vorhang oder auch die Seelsorge an Menschen, die körperliche
Heilung und Gesundung suchen, ist eine große Aufgabe, aber es ist dort auch zu finanziellen und zu personellen Schwierigkeiten gekommen. Ich habe daher durchaus unter dieser Aufgabe ein bisschen gestöhnt. Ich bin aber sehr glücklich. Wir haben im letzten September einen neuen General abgewählt, den Tessiner, also Schweizer mit italienischer Muttersprache, Maurus Lepori, der sehr entschieden und klug und energisch und zielstrebig als der eigentliche Oberer für Marienkron dort sehr, ganz in meinem Sinne, sehr geholfen hat. Und so hoffe ich, dass auch dieses Frauenkloster im Seewinkel in einer Pfarre von Heiligkreuz gelegen, das durch die Initiative von Abt Karl und Mitbrüdern aus Heiligkreuz damals in den 50er Jahren zustande gekommen ist, dass es doch auch weiterhin eine gute Zukunft vor sich hat.